Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der NF Marsch. Im Marsch Krimi. Ja, wir müssen wieder mal hier an Toch kommen. Ne? Das nützt nichts. Wir müssen gerade mal Steine leer machen, den Holz fahren. Der tägliche Wahnsinn, ne? Der tägliche Wahnsinn hier auf dem Marsch. Aber damit ihr auch seht, dass hier was vorangeht, ey, meine Mission auf Feld 54, ne, da weiß ich nicht, ob wir die fertig kriegen. I don't know. Irgendwo ist ja auch mal eine Feldausfahrt irgendwann, ne. Aber der hat sich auch ein bisschen zu quälen jetzt gerade hier mit 8000 Liter Steine, aber er bringt Kalk. Deswegen finde ich Steine sammeln eigentlich ganz schicki feini, ne, wegen dem Kalk. Unsere Pappelunzen, die wollen auch noch nicht so wachsen. Da müssen wir auch noch mal drüber düngen, ne? Haben wir einen Düngemopper, dann hoff ja, ne? Können wir einen Tat reinmachen. Oder oben, das gefällt mich gar nicht. Der da irgendwie keinen Bock hat, ne? Hier machen wir schick Rüben hin, glaube ich. Ich werde das sowas von bereuen, wenn ich hier Rüben hinmache. Aber das ist mir egal. Wo hängst du denn jetzt fest? Willst du mich verarschen? Ja, wollte er. Sorry für das Wort, ne? Alter, nein, darf ich auch gar nicht sorgen. Er wollte mich veräppeln. Er hat gesagt, er hat zwei Äpfel und ich habe gesagt, du hast nur einen Apfel. Ja, das war nicht so günstig, ne? Wir eben hier wieder in die Kalkproduktion mit dem Stoff. Muss man Holz zum Sägewerk bringen, ne? Oh Mann, ey. Das war ja wohl die größte Fehlinvestition des Jahres. Den Kamatsu da. Da kannst du die ganzen dicken Bäume gar nicht mit abhobeln. Naja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Wieder Geld umsonst ausgegeben. Aber gut zu wissen, ne? Das nächste Mal kannst du direkt nur das blaue Ding mieten. Die fetten Bäume muss ich jetzt alle stehen lassen, ne? Weil... Fäße ran mit dem Kopf, sagt er, nee, du will ich nicht, ist mir zu groß. Ja, habe ich mir nur gedacht, alles klar, vielen Dank, liebes Spiel. Gut, dass ich das jetzt auch weiß, ne? Kein Problem. Es ist zum Mäusemelken manchmal, ne? Es ist zum Mäusemelken. Du kannst aber direkt hier weitermachen, ne? Wichtig ist, dass du jetzt hier mal Schubgipsrakete. Wir müssen mal durchseppen. Nee, nee, nee. Dich brauche ich gleich. Der ist hier auf unserer Fläche fleißig am Flügen. Irgendwie. Muss der noch abfahren, ne? Okay. Das war's schon. Ich glaube, das könnte schwer auskommen, ne? Fahren wir jetzt ab hier. Oh Mann, ey. Mach mal an den Hobel. Oh. Du sollst abfahren. Alter, Alter. Was ist jetzt hier los? Buddelmann und Söhne oder was? Kannst du jetzt hier mal abfahren? Der will mich doch gerade veräppeln. Ey, die ganze Zeit hat das geklappt. Jetzt will er mir einen Schuh hier rausdrehen, oder was? Das kann's nicht sein. Ich krieg hier gleich so was von schlechte Laune. Das kann's ja nicht sein, so was. Nee, du musst. Für Kauf Getreide AG musst du jetzt hin. Ja, mach mal weg. Hier. Getreide AG. Das kann. Oh, ich hab's auch schon. Ja, ja, so. Gib mal da Schub. Wir steigen mal eben schnell in den Dreschkasten und schieben den. Schneller!
müssen uns beeilen. Ah, er ist freigekommen. Ah, Kollege. Beeil dich. Die Dreschkasten kann nur aus. Ach ja, es ist zum Mäusemelken manchmal. Ich habe viel zu viele Maschinen hier, ne? Du gibst Schub, verkaufen und dann hoffentlich fertig. Ja, die ist hier fleißig an Durchziehen, ne? Feld 19. Der läuft! Ja, das läuft nicht. Muss ich ja sagen, das war ja so weit von eine Fehlinvestition. Ah, ne, den Wagen stellen wir da lieber weg. Ne, der muss ja nicht damit. Ah, oh, den können wir eigentlich mitnehmen. Bringen wir direkt nochmal eine Rutsche Kies mit, ne? Was kostet Welt? Irgendwie müssen wir ja an Talas kommen. Läuft ein bisschen schleppend im Moment. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, ne? Wo du wieder richtig Talermann und Söhne machst, ne? Talermann und Söhne! Das ist so ein Deutsch von Svenny, ne? Kannst du total vergessen. Ich muss jetzt nur sehen, dass ich eben eine Rutsche Holz ins Sägewerk kriege und dann... Ach, weiß ich auch nicht, ey. Wenn das mit den Kamatsu-Dings hier nicht geht, dann macht das auch keine Laune, ne? Weil du nur die Hälfte ernten kannst, den Rest musst du ja schon wieder wegtun. Aber das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes dann. Hol mal an hier. Hier meine Bäume, die wachsen auch gar nicht, ne? Wie viele Jahre brauchen die, bis sie mal so denken, dass die Schub kriegen? Ist ja ewig. Das ist ja ewig. Oh, das haben wir. So, welche Aufladeseite hast du denn? Rechts, ne? Rechts oder links? Nummer B. B-Autoload. Ne, der soll ja laufen. Ich weiß aber gerade nicht, welche Seite der hat. Hat der jetzt links oder rechts? Aber falsche... Falsche Seite. Jetzt läuft der Laden. Sollte echt direkt die Stuppen wegmachen, ne? Das ist immer so ein Trauma hier, ne? Wo kommt der denn her? Ich sehe auch immer so viel, ne? Ne, willst du den jetzt liegen lassen oder was? Läuft er hier wieder. Drama de Grande de Malheur. Nicht mal ein Wagen bis jetzt. Da müssen wir lang. Jo! Das sind Fahrerskills, habe ich gelernt. Manchmal hasse ich diesen Autolot. Wolltest du auch mal was aufladen oder hat keinen Bock mehr? Ja, den nimmt er wieder nicht mit, weil ein Ast dran ist.
I don't know. Oh nee, nicht anhalten jetzt mehr. Jetzt habe ich ihn festgebrackelt. Nee, ne. Ich kann das so super. Wo hängt ihr denn, Leute? Man sollte nicht mit dem LKW in den Wald fahren, ne? Das ist... Ah! Was ist das denn? Kultiviertheit. Cool, danke. Ich weiß, das ist jetzt nicht realistisch, aber anders kriegen wir das Moped jetzt hier nicht weg. Kriegen wir hier jetzt nicht mehr weg. Nee, du. Schickraum immer. Nee, ne? Es ist doch zum Mäusemaken hier. Wusa! Wusa, Wusa. Das ist kein Erzähler, ne? Nein, nein, der ganze Wagen wieder leer. Ich sehe auch so viele. Was so? Wiesen. Lass auf den Müll. Bring die Schuhe jetzt schnell weg. Weil das Sägewerk läuft. Wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Das ist so Mäusemaken, echt. Ich habe schon gerade keinen Bock mehr. Immer hängst du fest hier. Das nur, weil man das Sägewerk an Toch haben will, ne? Wo sind wir denn hier lang gefahren? Wieso? Vorsicht, Hoppeläschen. Svenny ist unterwegs und der kommt gerade nicht gut fahren. So, hier ist so ein Ohrenstuppen. Schon wieder über einen drüber geheizt. Das kann es nicht sein, oder? Hier so ein Lütten! Nee, ne?
Da könnte ich ja schlechte Laune beikriegen, ne? Das haben wir erstmal raus. Nicht wirklich. Wir haben es noch nicht da. Alter, nein, kannst du ihn nicht angucken, so was. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Der Laden muss hier laufen. Hackschnitzel haben wir hier ohne Ende drinnen, ne? Hier ist mein Superhaufen. Wir haben hier 18.000 Liter Hackschnitzel drin. Ne, 130.000 Liter Hackschnitzel drin, ne? Das läuft ja auch. Das war aber knapp gerade. So, mach los die Spanngürte. Mach mal Y. Ist nicht viel, ne? Aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts, liebe Leute. Was eine Chaosfolge. Ich habe nicht mal eine Motorsäge. So, wie viel haben wir jetzt im Sägewerk? Haben wir ihn ja noch geguckt? Ey, 17 Minuten bei so einer Chaosfolge. Ich kriege einen Föhn, ne? Jo. 23.000 Liter nur. Alles klar, ich mache mal weiter. Liebe Leute, ich sage aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!